Vanity Fair kommt jetzt nach Deutschland. Die sind dann in der ersten Ausgabe mit drin. Inwiefern ist das auch eine Ehre für Sie und wie ist so Ihr Bezug zu Vanity Fair? Ist das ein Magazin, was Sie, wenn Sie auf Reisen sind, auch gerne mal durchblättern, durchschauen oder halten sich da eher so an die gängigen deutschen Yellows, die es gibt? Also ich bin sehr, sehr viel in Amerika und liebe es, dort die Zeitschriften auch zu kaufen. Die gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland zu kaufen. Und jetzt eben die deutsche Ausgabe und das sehe ich als absolutes Prädikat und wirklich so eine Auszeichnung mit Sternchen dort in der ersten Ausgabe zu sein. Und dieser Rubrik ist für mich ein sehr, sehr guter Start ins neue Jahr. Bekannte Fotografin, die auch noch dann die Tochter ist von Paul McCartney, sagt, anytime, pleasure. Das ist toll. Also ich bin da auch ganz überwältigt. Die Frau macht wunderschöne Fotos. Sie ist super sympathisch, wahnsinnig schön und wahnsinnig nett. Also, wir haben uns in der Maske vorhin unterhalten und über die Kinder natürlich, beide Mütter. Und das ist schon sehr, sehr interessant, mit ihr zu unterhalten und es ist toll, mit ihr zu arbeiten, weil das Ergebnis ist wirklich so, dass man denkt so, oh, bin ich das? Mehr Respekt und mehr Angst, eigentlich so ein bisschen, also so eine Aufgeregtheit, als wirklich vor einem Shooting mit dem großen Mädchenfotograf mit Zarte de Ratio. Also muss ich wirklich sagen, weil also hier war ich aufgeregter.